Der Schlüssel war für das Schlüsselloch. Und es ist ein Puzzle. Okay. Ein mechanisches Instrument könnte eine Art Motor sein. Achso, okay, wahrscheinlich. Muss ich das irgendwie hier machen? Die Verbindung. Muss ein Teil der Maschine sein. Ich kann das nicht bewegen. Okay, das ist so. Das kann ich auch nicht bewegen. Das heißt, das muss irgendwie so herkommen. Das könnte ganz am Schluss hin. Das hat die Verbindung zu diesem Stück. Warum kann... Also ich dachte gerade, ich könnte es nicht mehr bewegen. Zack, 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 zack. Ich gehe wieder alles zurück. Mir recht so anschaue. Dann wird das da vielleicht sogar noch ein bisschen praktischer. Nee, so nicht. So auch nicht. Ich werde das probieren, kurz ein bisschen offscreen weiterzumachen, damit ich das nicht allzu lange dauere. Also, bis gleich. Ja, und da bin ich auch schon wieder zurück. Noch ein klein bisschen rätseln. Also einfach, das war das erste Teilstück, das man machen musste. Und dann hat auch der Mechanismus angefangen und ich habe natürlich ein bisschen probiert, aber... Okay. Oh, was ist das? Zwei Skelette. Die sind irgendwie klein, wie ich. Ich kann mir vorstellen, wer die zwei sind. Dann bin ich kein Mörder. Das Schwesterpärchen, wir, Clara und Mia Uhalmet, versprechen hiermit, für das unfaire Schicksal, das Edward uns angedienen ließ, Rache zu nehmen. Unser Blut, unsere Tränen, versprechen wir werden ihn töten. Und unsere Körper wieder lang werden. Wir werden uns nicht länger hinnehmen. Obwohl wir Schwester sind, hassen wir uns. Und wir werden uns immer hassen. Nicht, dass wir uns jemals ändern. Aber jetzt, da unsere Körper aneinander gebunden sind, können wir unsere Aufgabe nicht erfüllen. Die Stärkste wird ewig leben und die Schwächste wird sterben. Oh, da ist auch... Mutter muss sterben. Mutter muss sterben. Vielleicht war die Mami gar keine gute Mami. War die Mami ja sehr gut. Sie hat mich oft umarmt. Das ist eine blaue Schleife. Ich mag sie sehr. Schauen wir mal. Wer ist Edward? Diese Mädchen sind sehr seltsam. Ich frage mich, warum sie sich so gehasst haben. Duotin. Meine Pillen heißen auch Duotin. Aber dir gibt es gelbe. Ich frage mich, was der Unterschied ist. Das haben wir, glaube ich, gelesen. Eine zweiköpfige Puppe. Muss eine wirklich alte sein. Sie ist ziemlich schmutzig. Bestimmt wird sie viel mit ihr gespielt haben. Meine sind auch immer ein bisschen schmutzig. Ich vermisse mein Puppenhaus. Okay. Eine rosa Schleife. Schöner Haarschmuck. Eine rosa Schleife. Glänzendes etwas. Sieht aus wie eine Kette. Ein Glänzen. Oh Mann, das muss der Schlüssel für den Käfig sein. Endlich. Hallo, Mr. Midnight. Los, Frank, bitte hol mich aus dem Käfig, hol den Schlüssel. Ja, kein Stress. Ich glaube, das
Das ist der Schlüssel. Es hat geklappt, mein liebes Kätzchen, geklappt. Komm schon, lass dich umarmen. Oh, ist das süß. Oh, das fühlt sich so gut an. Ich bin frei, Freund, meine liebste Freundin. Du bist frei, mein Liebling. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, gehen wir. Wir müssen nach Hause, Kätzchen. Ich hoffe, der Heimweg ist nicht weit weg. Ich hoffe auch, Fran. Wir schaffen das zusammen. Ich zeige für dir. Okay, kommt jetzt immer mit? Oh, geil. Das finde ich jetzt allerdings sehr cool, dass die jetzt immer so mitkommen. Okay. Tadak, tadak. Frage ist, können wir hier raus? Nein, können wir nicht. Das heißt, wir gehen dann normalerweise durchs Fenster und hoffe irgendwie, dass hier etwas ist. Hallo, Frosch. Ich hab's geschafft, Herr Kröte. Die Mädchen sind weg. Quark, das ist perfekt. Kann ich diesen Ort verlassen und zu meiner Familie gehen, Quark. Das will ich auch machen. Ich habe endlich mein Kätzchen gefunden. Ich möchte nur noch nach Hause und bei Tante Grace sein. Aber wie kommt die weg? Es gibt kein Boot. Ich kann nicht schwimmen. Und Mr. Midnight hat so große Angst vor Wasser. Ich würde euch gern helfen, Quark, aber ich bin zu klein. Obwohl mein Körper recht formbar ist. Es wäre unmöglich, euch beide auf die andere Seite zu kriegen, Quark. Darüber denke ich nach. Bitte geh noch nicht. Nimm das, Kröte. Das könnte dir helfen. Ich bin kein Brötchen aus der Bäckerei. Oh! Aber du bist so schön schleimig und weich wie ein Teig. Du hast recht, Quark. Das könnte klappen. Los geht's. Es hat geklappt, Quark. Wirklich geklappt, Quark. Ich bin groß und fühle mich toll. Super, gehen wir los, Mr. Miller. Ich habe nur ein Problem. Diese riesige Kröte starrt mich an. Wovon sprichst du? Er will uns doch nur helfen. Okay. Aber wenn er irgendetwas versucht, kratze ich ihn. Das ist okay. Aber versuche ihn nicht weh zu tun, wenn wir auf ihm sitzen. Das Wasser ist tief und wir wissen nicht, was für Kreaturen drin leben. Wenn wir ins Wasser fahren könnten, sterben wir, Kätzchen. Oh, ich verspreche, ich werde die Kröte nicht kratzen. Gehen wir. Hey Mädchen, bevor wir gehen, Quark, ich habe noch was für dich. Ich sah dich auf dem Foto, Quark, und dachte, es sei deins. Yeah, geil. Oh, das Buch war auch dabei. Leon? Oh, Kröte, du hast mein Familiengebot, und vielen Dank. Ich dachte, ich hätte es für immer verloren, aber das Buch ist nicht von mir. Nun, Quark, nimm das Buch als Geschenk. Lesen ist immer gut, es hat viele Bilder. Wow, danke, ich mag Bilder. Nun gehen wir jetzt. Nun, los, gehen. Festhalten. Okay. Ah! Mir kommt das Spiel sehr bekannt vor. Da war ich Profi. Okay, jetzt bin ich tot. Klack. Oder geht es hier weiter? Zack, 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 zack. Na, ha, perfekt. Komm schon, da muss was kommen. Hier, hier, hier. Juh. Die Musik ist cool. Na los, da muss jetzt auch etwas kommen. Ah, oh, perfekt. Und das nächste. Haha. Zack. Ah, das könnte noch reichen. Ja.
Da wären wir. Quark, springt von mir ab. Gehen wir, Kätzchen. Nun, Quark, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen, Quark. Ich hoffe, du findest deine Familie, Herr Kröte. Danke, Quark, das hoffe ich auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und danke für die Überfahrt. Fran, was soll ich jetzt tun? Den Heimweg finden, Kätzchen. Siehst du den Himmel? Es dämmert schon und bald werden gruselige Dinge verschwinden. Aber ich bin so hungrig und müde, ich will auch nach Hause. Ich auch, Kätzchen. Wir finden den Weg schon. Ich gebe ihnen mein Bestes, dir zu helfen, meine Liebe. Gehen wir. Yeah. Oh mein Kätzchen, was wird das Erste sein, was du tust, wenn wir zu Hause sind? Ja, das ist typisch Katzen. Essen natürlich. Essen, bis ich einschlafe. Und du? Ich denke, ich würde dasselbe tun. Wow, was ist das für ein Baum? Er hat viele Wurzeln, die sehen aus wie Arme. Eines Tages würde ich gern mit dem Baum sprechen. Mein Gott, die Brücke sieht gruselig aus. Oh, Fran, komm schon, wir müssen nach Hause. Wir haben keine Zeit, ängstlich zu sein. Ja, aber ich habe ein bisschen Höhenangst. Kann ich zuerst? Dann folgst du mir. Okay, Kätzchen, du bist süß. Ich bin direkt hinter dir. Okay. Was wird passieren? Fran, warte. Mein Liebling, ich kann mich nicht mehr halten. Ich will nicht sterben. Du willst nicht sterben, Fran. Komm schon, du schaffst es. Spring. Okay, und los. Ich hab dich. Nein! Fran? Hab keine Angst, Fran. Wir fallen immer. Und nach dem Schmerz stehen wir immer wieder auf. Oh, liebe Tante Grace, verlass mich niemals. Weine nicht, meine Kleine. Dein Herz ist rein und dein Geist wurde gequält. Du musst bleiben und deinen eigenen Weg gehen. Bitte, Tante Grace. Warum holst du mich nicht einfach hier raus? Bitte. Du lässt mich einfach ganz allein, wie meine Mutter und mein Vater. Tut mir leid, meine liebe Fran. Du wirst schon bald verstehen. Tante Grace, nein, bitte, bitte geh nicht. Fran, es ist Zeit für deine neue Medizin. Hä? Oh, was ist passiert? Wo bin ich? Fran, wo bist du? Das sind Frans Strümpfe. Einer von Frans Schuhen. Ah, hässlicher Baum, ich zerkratze dich, du böses Ding. Kätzchen? Kätzchen, hör auf, was sagst du da? Fran, mein Liebling, bist du es? Ich kann dich nicht sehen. Was ist los, mein Schatz? Natürlich bin ich. Wer sonst? Fran, du bist ein Baum? Sei nicht albern, hilf mir hoch. Warte mal, wo sind meine Hände? Warum kann ich mich nicht bewegen? Wenn ich jetzt dir das sage, du bist ein Baum geworden. Was? Aber wie? Mann, das wird wohl das Ende der Reise. Das große Monster war es. Ich weiß es. Er will uns nicht nach Hause lassen. Ich hoffe, er kommt nicht zurück. Er war sehr gruselig.
Er kommt immer zurück. Ich glaube, ich erinnere mich an ihn. Aus dieser Nacht, in der Mama und Papa starben. Kätzchen, ich möchte nicht darüber reden. Ich will nur nach Hause. Aber du bist ein Baum, ein Baum. Ich kann dich nicht nach Hause tragen. Außerdem weiß ich gar nicht, wo wir sind. Muss ich sterben, Kätzchen? Sag es mir. Sag es bitte nicht, Fran. Verlass mich nicht. Aber ich fühle mich so schwach. Ah, vorsichtig. Warum greifst du mich an? Kannst du mir bitte sagen, wo ich bin? Hola, kolke, hola. Hör auf, oder ich kratze dich. Hola, run mal igni. Was sagen die da, mein Kätzchen? Warum geschieht das mit uns? Hola. Hör auf, mich anzugreifen, bitte. Ich bin keine Gefahr. Hola, ik, niemandi. Kätzchen, hilf mir. Finde meine Tasche, bitte. Vielleicht hilft sie mir. Ich schau mal, was ich tun kann, Fran. Hast du die Tasche schon gefunden? Ich glaube, diese Kreatur will mich töten. Wo ist deine Tasche? Ich habe keine Ahnung. Aber erinnerst du dich an die Tasche meiner Mutter? Nun, die. Wie sieht die Tasche aus? Komm schon, Kätzchen. Erinnere dich an sie. Sie war braun und klein. Beeil dich bitte. Hör auf, meine Freundin anzugreifen, du Karotte. Ich verstehe wirklich nicht, was du sagst. Ein altes Gemüse, das auf einem Boot sitzt. Ein hölzernes Boot. Da ist die Tasche. Das heißt, ich kann da wahrscheinlich nicht dran, weil Katze und Wasser. Ich sehe die Tasche meiner Freundin. Kannst du nicht rüberspringen da? Ich muss irgendwie daran kommen. Ich weigere mich, mein wunderschönes Fell nass zu machen. Ja, ich mich auch. Diese Steine nehme ich mit. Es glänzt. Okay. Benutze Mondstein mit. Ich probiere eigentlich. Ich habe schon etwas Ähnliches gesehen. Sie drehen sich. Benutze Mondstein mit Zahnräder. Ha! Wusste ich doch. Okay, nimm die Tasche. Ich habe die Tasche und das nur, weil ich mein der Beste. Ah, weil ich der Beste bin. Die Katze könnte wirklich ich sein. Immer schwarz angezogen und selbst überzeugt, narzisstisch und haha. Nein, sie hat die Augen zugemacht. Oh, das Bild ist hübsch. Damals war ich ein kleines Kätzchen. Streichhölzer. Ein mysteriöses Buch, das kann ich nicht lesen. Benutzen mit. Das tue ich nicht. Fran, mein Liebling, ich habe die Tasche. Das ist toll, du bist der Beste, Mr. Midnight. Jetzt zeig dem Kerl, der mich angreift, mein Familienfoto. Vielleicht versteht er, dass ich ein Mensch ist. Ich hoffe es zumindest. Unam? Niagi? Ah, Runma, Paskinoltau. Oh, wo bringst du mich denn hin, Herr Gemüse? Sie wollen dir helfen, Fran. Ich kann es fühlen. Okay, Roma, Eppa. Hab keine Angst, mein Liebling. Kätzchen, halte dich auf, bitte. Verlass mich nicht. Ich werde bei dir bleiben. Galopp mal, galopp mal. Dann spring rein.